Wenn ich arbeite, ohne Geld zu verdienen, dann sollte ich es irgendwann halt mal lassen. Hey, wie wär's, wenn ihr mal den Sensor kontrolliert? Servus, ich bin der Sebastian, bin 30 Jahre alt und bin von Beruf Bäckermeister im elterlichen Betrieb. Heute ist kalt. So. Wir haben hier unsere Vorbestellungen. Und dann sehe ich, dass wir heute Partybrötchen 700 Stück machen müssen. Das ist relativ viel Arbeit, weil wir die halt mit der Hand flechten. Ich bin dafür verantwortlich, dass das, was bestellt wird von den Kunden, auch dann wirklich bei den Kunden ankommt. Das tue ich jetzt mal den hinter und jetzt geht's in die Backstube. Morgen. 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 Schau mal, das ist jetzt der Zettel für die ganze Woche. Okay. Das ist jetzt morgen 700. Okay. Definitiv Weihnachten und Ostern. Weihnachten einfach, weil man da schon Wochen vorher eigentlich nur im Stress war und dann noch der Heiligabend, der krönende Abschluss ist. In der Konditorei, da ist auch mein Vater. Ja, und dann geht's los. Also ich weiß am Anfang der Saison noch nicht so auswendig das Rezept. Da muss ich immer nachschauen. Später weiß ich es dann irgendwann auswendig wieder. Das ist jetzt Marzipan. Jeder, der weiß, was Marzipan kostet, kann sich vorstellen, was so ein riesen Block kostet. Das sind 12 Kilo, also 100 Euro. Im letzten Winter hat es halt nur 50 Euro gekostet. Und das macht es halt dann für uns schon schwierig. So. So, und jetzt Teigruhe. Die größte Herausforderung ist eigentlich die, dass ich mit einem Rohstoff zu tun habe, der jeden Tag anders sein kann. Und da schaue ich jetzt meistens, dass halt alles passt. Ich messe jetzt nicht bei jedem Teig die Temperatur. Aber gerade bei Brezen oder so, da hin und wieder mal zu messen, ist nicht verkehrt. Bei zu kalten Teigen, da kriege ich keine schöne, splittrige Kruste hin. Bei dem Brezenteig wäre es ganz gut, wenn er so zwischen 20 und 21 Grad hat. Sieht man, das ist zu kalt. Und dann hat man die Möglichkeit, ihn einfach länger zu kneten. Durch die Knetung habe ich ja eine Reibung und die Reibung ist Energie, die dann wieder zu Wärme führt. So, jetzt muss ich hier ein Blätzchen probieren. Schaut dazu. Sicher ist es in der Wahrheit Naschen, ich nenne es Qualitätskontrolle. Jetzt lassen wir mal den Hauptteig laufen. Das sind die eingeweichten Rosinen. Es gibt immer zwei Punkte, wo man ganz genau aufpassen muss. Das ist die Teigbereitung, also das Untermischen der Früchte. Da passiert ganz schnell mal ein Fehler. Und beim Ausbacken. Da muss man halt aufpassen, dass einem nicht schwindelig wird, wenn man reinschaut. So. Jetzt ist Zeit für den Kaffee. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass man sich in dem Beruf auf den Morgenkaffee ganz besonders freut, weil dann hat man ja schon ein bisschen gearbeitet. Was ich dann auch immer beim ersten Kaffee mache, ich schaue, was ist jetzt gestern gegangen. Wenn der Umsatz schon schlecht ist, beim gleichbleibenden Kosten, dann wird es halt schwierig. Und ja, deswegen muss man schon schauen, dass die Umsätze passen. Das ist so eine Aufgabe, die gehört alltäglich dazu. Weil wenn ich arbeite, ohne Geld zu verdienen, dann sollte ich es irgendwann halt mal lassen. Ja. Die Umsätze, die passen momentan schon. Wir würden da auf relativ hohem Niveau klagen.
wie wäre es, wenn ihr mal den Sensor kontrolliert? Na, da wird einfach weitergemacht, oh Wunder, oh Wunder. Das ist halt wichtig, dass das schön läuft, weil wenn eine Maschine schlecht läuft, dann bringt sie mir nichts. Die drei Maschinen da, 250, 150, 150. Das heißt, da hinten mit den drei Maschinen, wo wir vorher waren, sind wir ganz schnell mal bei 550.000 Euro. Backofen, jeder 100.000 Euro. Kühlanlagen 50.000 Euro, von denen Backöfen 30.000 Euro mal 3 sind 90.000 Euro. Der hat auch 90.000 Euro gekostet. Es kommt eine Summe zusammen. Man sieht ja, jetzt ist viel ruhiger alles. So. Ich muss jetzt hier die Rampe hoch. Das sind jetzt 40 Stück. Wenn man jetzt sagt, einer kostet ungefähr 28 Euro, nehmen wir einfach mal 25 Euro, dann sind es 1000 Euro Warenwert. Da kann jetzt schon was schief gehen. Gerade bei Stollen, wegen der Kerntemperatur, da misst man dann auch nach und schaut, passt es nicht. Jetzt backen sie. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt hilft nur noch beten. Jetzt kann ich nicht mehr eingreifen. Genau, das ist die Oma. Jetzt zeig her, oder? So viel Zeit habe ich nicht. Bei uns muss kein Mitarbeiter Hunger leiden. Wenn man Hunger hat, dann darf man was essen. Und ich finde, das gehört auch dazu, wenn ich im Lebensmittelhandwerk arbeite, dass ich dann essen darf, wenn ich Hunger habe und nicht jeden Strich machen muss oder irgendwas. Wie viel sollte er jetzt haben? 93, 94. Genau das, was er haben soll. Jetzt wissen wir die Kerntemperatur. Jetzt kann man noch schauen, wie ist die Backfarbe. Ich glaube, die ist auch ganz gut gelungen. So, jetzt mache ich dann die Stollen fertig. Also buttern und zuckern. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Ich habe ein ungefähres Gehalt von 4.500 Euro brutto und 3.000 Euro netto. Also da sieht man durch die Nachtzuschläge, ist tatsächlich vom Brutto mehr netto übrig. Und ich komme eigentlich ganz gut damit klar. So, jemand, der angestellt ist, der geht am Ende des Arbeitstages nach Hause und weiß genau, wenn irgendwas ist, dann gibt es noch einen Chef. Das ist halt schon ein Unterschied und die Verantwortung muss auch in gewisser Weise honoriert werden. Die sind für morgen. Fertig. Wir sind alle Riesen-Löwen-Fans. Ich bin schon seit Geburt und wenn dann 60 anfragt und sagt, hey, wie schaut's aus, könnten wir Ware für die Profimannschaft haben, dann überlegt man nicht allzu lange. Sicher überlegt man, aber nicht allzu lang. Da fangen wir jetzt einfach mal an. Jetzt wird einfach mal gelaugt. Oh, the weather outside is frightful.
But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Jetzt laden wir ein. So, jetzt hoffe ich, dass ich nichts verliere. Jetzt geht's ans Trainingsgelände von 1860. Da liefern wir jetzt erstmal die frisch gebackenen Sachen hin. Und dann fahren wir zurück, ziehen uns um und gehen selber dahin. Als Gast. Als Gast. Servus. Ja, meistens sind es die Autos, die Geld vernichten bei mir. Warum? Weil ich meist ein relativ schönes Auto fahren möchte. Der glücklichste Moment ist, wenn man ein Produkt rauszieht, womit man andere Leute begeistern kann. Wenn die sagen, boah, ist das geil. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Das sind die Momente, wo man sagt, ja, jetzt, das macht mich happy. Jawohl. Viel Spaß. Danke. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hier könnt ihr ein Video über eine Bäckerei-Fachverkäuferin anschauen. Hier könnt ihr den Kanal Lohnt sich das abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch alle wunderschöne und gesegnete Weihnachten.